Ja, hallo und willkommen zum kurzen Video. Muss mal gucken, bei den schwarzen Figuren auch irgendwo Magnete gefehlt haben. Das geht so schlecht hier, dieses, ich dachte, man würde das irgendwie von der Seite sehen können oder sowas. Ob da Magnete drunter sind oder nicht. So, bei den schwarzen Figuren scheinen überall welche drunter zu sein. Ich habe jetzt einfach von den Damesteinen, von dem Orion, ich spiele sowieso kein Dame damit, habe ich die Magnete rausgenommen. Und jetzt, was geht hier? Und jetzt mache ich das einfach wie die Computerhersteller auch damals. Ich mache dies einfach mit Heißkleber da rein. Ach, verdammt. Na gut, so ein paar Fissel, die kann ich ja später noch entfernen. So, Nummer 1. Dann hier. Der Faden, den man so nachzieht, das ist nicht so toll. Nummer 2. Und man zieht ja immer so einen Faden nach. Das kann man ja später noch bereinigen. Ach, verdammt. Der Fädenzieher ist da. Noch ein bisschen. So. Nummer 3. Der Vorteil ist einfach beim Heißkleber, der trocknet schneller. Der härtet schneller aus. Und der weitere Vorteil ist, das ist ja in den Figuren, ist ja noch ein Hohlraum. Das heißt, du hast ja keine Fläche, wo du diesen Kleber drauf machen kannst und dann das Magnet rein. Und dann muss es eben so gehen. So, jetzt habe ich hier auch die Magnete drunter. Wie gesagt, ich habe sowieso nie Dame gespielt mit dem Orion. Und ja, da war immer noch so ein Faden dran. Ich hoffe, jetzt geht's. Ja, ich nehme an, die anderen Figuren, ich kann da mal kurz einen geschmeidigen Blick drunter werfen, da müssen überall Magnete drunter sein. Ja. Ach, da sind sogar verschiedene große Magnete drunter. Das heißt also, ich kann vom Glück sagen, dass das die Magnete waren, wo es doch so war. Kurz runter gucken, wäre blöd, wenn jetzt hier noch irgendwo ein Magnet fehlen würde, obwohl ich da einfach nur so schräg machen, so hier, dann sehe ich ja schon, wo die Magnete fehlen. Ja, und das war's ja schon. Wie gesagt, ich habe einfach von denen hier die Magnete genommen. Ich hätte noch diese Magnete gehabt, die waren aber einen Tacken zu groß. Ich hatte erst überlegt, mit dem Schraubendreher das etwas breiter zu machen, und dann habe ich diese Magnete aber noch gesehen hier, weil ich nicht die passenden Schraubenzieher dafür hatte. Und dann habe ich diese Magnete hier gesehen und habe gedacht, nimm die. Spielt eh keine Dame. So, tschüss, bis zum nächsten Mal.